Herzlich willkommen beim Fotoshooting für die Kampagne zum Tag der Begegnung 2012. Ich bin Simone Hengels, arbeite beim Landschaftsverband Rheinland in der Kommunikation und zwar im Projektteam Tag der Begegnung. Und meine Aufgaben sind da eben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Tag der Begegnung. Dazu gehört eben auch die schöne Aufgabe, die Kampagne zu organisieren, das heißt das Fotoshooting zu organisieren und heute dabei zu sein und zu überlegen, welche Motive können unser Fest optimal bewerben. Mein Name ist Sonja Schmidt, ich arbeite in der Werbeagentur 3K aus Aachen. Uns war es wichtig, den Tag der Begegnung wirklich ganz auf den Punkt zu bringen. Es ist ja ein Familienfest, das heißt Kinder und ihre Eltern spielen natürlich die größte Rolle. Es geht um die Menschen, es geht darum, dass sich Menschen kennenlernen, es geht darum, dass sich auch Menschen treffen, die sich sonst vielleicht nicht begegnet wären. Und die sind ebenso unterschiedlich, wie wir es kennen aus der Gesellschaft. Wir haben versucht zu schauen, möglichst viele mitwirken zu lassen, die einen LVR-Bezug haben. Zum Beispiel sind zwei junge Leute dabei, die Theresa und der Markus. Die sind letztes Jahr für ihre gelungene Teilhabe am Arbeitsleben ausgezeichnet worden. Also zwei Menschen mit Handicap, die aber auf dem ersten Arbeitsmarkt Arbeit gefunden haben und sich da auch bewährt haben. Ich habe vor anderthalb Jahren den Schritt auf den freien Arbeitsmarkt gewagt. Ich habe vorher in den Ruhrtal-Werkstätten gearbeitet. Ach, kenn ich, ja. Ja. Und dann hat mein Chef gesagt, hör mal, du bist doch nicht doof. Wie sieht's mal aus mit draußen auf dem freien Arbeitsmarkt und ich bereue es nicht. Die sind letztes Jahr ausgezeichnet worden mit einem Preis, Arbeit echt stark heißt der. Und die haben uns so gut gefallen schon bei der Auszeichnung. Die hatten so eine tolle Ausstrahlung, da ist uns dann sofort eingefallen, die wären bestimmt geeignet. Und dann haben wir gedacht, okay, Querschnitt durch die Gesellschaft, wir brauchen also auch Kinder und Jugendliche. Und da wir hier in Köln die Belvedere-Schule haben, in Müngersdorf, da sind tolle Kinder dabei, die immer Lust haben, was für eine Kamera zu machen. Ja, aus der Zusammenarbeit mit denen sind dann eben fünf Kinder genannt worden und die konnten wir dann auch für heute gewinnen. Also die haben in der Tat sich von der Schule befreien lassen können und machen heute hier mit. Mehr Bilder vom Fotoshooting zum Tag der Begegnung seht ihr im nächsten Podcast.